ziehe ich die Ohren lang. So. Ich grüße euch. Nächster Kampf. Macht euch bereit. Aga wartet in der Grube. Aga in der Grube saß und schlief, saß und schlief. Wow. Der stille Fürstreich. So, Aga. Das war ja doch eine relativ fixe Runde. Wow. Ging ja doch recht fix. Ihr habt ein Abzeichen verliehen bekommen, das besagt, dass ihr die dritte Runde bei den Herausforderungen im Club der Panzerhandschuhe unter der Schenke zur blanken Planke erfolgreich bestanden habt. Ihr habt euch jetzt fast bis zur Spitze vorangekämpft. Jetzt müsst ihr nur noch den Gründer des Vereins höchstpersönlich bezwingen. Oh, das werden wir auch noch machen. Diesen Großmaul. Seid gegrüßt! Ihr habt eine Medaille für die dritte Runde. Ich wette, ihr könntet sogar Claudus schlagen. Vielleicht, wenn er keine Vereinbarung mit dem Heiler hätte. Was? Der hat eine Vereinbarung mit dem Heiler? Aha. Ich glaube, den muss ich mir nochmal ganz genau zum Gemüte führen hier. Hallo. Beeindruckende Leistung. Vielleicht muss sogar Claudus gegen euch klein beigeben. Das wäre schön. Ich habe den Verdacht, er kämpft mit unfairen Mitteln. Aha. Hallo. Dritte Runde gegen mich bestanden haben. Guter Kämpfer sein. Jetzt bestimmt Claudus schlagen wollen. Aber vorsichtig sein. Er nicht fair kämpfen. Nicht wissen wie, aber er nicht fair. Lass mich raten, der kann bestimmt zaubern. Schön, euch zu sehen. Ihr habt es geschafft. Das dritte Abzeichen ist eurer. Claudus Stern sinkt. Das wär's dann. Ihr seid an Aga vorbeigekommen. Aber hier ist Schluss. Niemand schlägt Claudus. Erkundigt euch doch. Niemand besiegt mich. Dieser Ort gehört mir. Naja, wenn du mit unfairen Mitteln kämpfst, ist es ja auch nicht verwunderlich, gell? Die setzt sich auch immer ich woanders hin. Ich grüße euch. Okay. Also werdet ihr gegen Claudus kämpfen. Ich wünsche euch alles Glück der Welt. Er hat alle Vorteile auf seiner Seite. Er möge kommen. Da dachte ich mir, der hat einen Zauber. Der hat das werdet... Das werdet ihr bedauern. Für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. Nichts wird überleben! Okay. Na los, mach mal einen Platt. Sehr gut. Das Großmaul haben wir auch besiegt. Keiner verliert was. Ha. Gut, gell? Seid verdammt! Was? Seid alle verdammt! Na gut, ihr habt gewonnen. Na und? Das beweist gar nichts. Ich war seit Monaten der Champion. Jeder weiß das. Jeder weiß. Übernehmt diesen Ort. Nur zu. Ihr seid der neue Eigentümer. Aber ich habe meinen Freunden gesagt, dass sie gehen sollen. Was? Du Arsch. Nee. Die Schenke zur blanken Planke hat einen neuen Besitzer. Claudus hat sie verloren, als er die Herausforderung nicht bestand. Bedauerlicherweise war er die eigentlich treibende Kraft hinter dem Club. Und fast alle Gladiatoren sind mit ihm zusammen abgehauen. Aber trotzdem sollte sich mit der Schenke einiger Profit machen lassen. Sicher? Ich grüße euch. Nun wurde Claudus endlich besiegt. Gut, ich konnte ihm schon nicht mehr zuhören. Hat mir einfach nicht genug gezahlt, um seine Lügen für alle Zeiten zu decken. Hat er wirklich alle mitgenommen? Nee, Husk ist noch da. Seid gegrüßt! Claudus ist geschlagen worden. Das mal erlebt zu haben, macht die Schließung des Panzerhandschuhs wieder wett. Was heißt hier schließen? Faschi ist ja auch noch da. Also die meisten... Eigentlich ist gar keiner verschwunden. Hallo. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde. Ich werde diesen Ort vermissen.
Ihr könnt doch weitermachen. Klopft weiter auf euch rum. Hallo. Ich wissen, was man's, dass man schaffen kann. Aber nicht schlau genug dafür. Pah, ich jetzt wieder richtig kämpfen. Okay. Schön, euch zu sehen. So einen Kampf habe ich noch nie gesehen. Hab sogar Blutspritze abgekriegt. Ich werde mich nie wieder waschen. Das Siegesabzeichen. Ja, das kann ich allerdings nicht verkaufen. Deswegen kommt's in den Rucksack. Zack. Also, warum hab ich dich hier? So. Weg hier. So, die Kneipe gehört mir jetzt, ja? Gehen wir doch gleich mal zum Wirt. Kann er mir gleich mal seine Einnahmen geben? Wirt, komm, hier, zack. Was kann ich für euch tun? Sei gegrüßt, Chef. Was kann ich für euch tun? Gebt mir die Wocheneinnahmen. Seit der Panzerhandschuh geschlossen ist, geht das Geschäft schlecht. Der wahre Grund ist natürlich die Pest. Sie ist daran schuld, dass hier so wenig los ist. Das Geschäft stirbt uns im wahrsten Sinne des Wortes weg. Na super. Hier sind die Einnahmen. 50 Goldmünzen. Wie schon gesagt, nicht gerade viel. Ja, das stimmt. Ein anderes Mal, Freund. Hey, ich bin nicht dein Freund. Ich bin dein Chef. Oh, wer ist das? Turin. Hallo, Turin. Stimmt. Was wollt ihr? Der verschwundene Wächter. Samuel ist schon wieder in der Kaserne. Erstaunlich, was ihm zugeschoben los ist. Hätte nicht gedacht, dass der Hexenmeister sich das traut. Samuel sagte, er wurde von einem neuen Rekruten gerettet. Ich wette, dass ihr es wart. Ich wette, das wart ihr. Gute Arbeit. Ich habe 300 Goldmünzen für seine Rettung ausgesetzt. Sie gehören euch. Seid ihr sicher, dass ihr nicht mehr springen lassen könnt? Schließlich war es euer Freund, den ich gefunden habe. Das ist wahr. Ich werde selbst noch ein bisschen dazulegen. 375 Goldmünzen also. Aber mehr habe ich auch nicht. Ich möchte euch nochmals danken. Ihr habt weit mehr geholfen, als ich zu hoffen wagte. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt, ich habe noch eine Menge zu erledigen. Ja, ich auch. Samuels Rettung. Der Milizoffizier Turin im Schwarzseeviertel hat die Abenteurer belohnt, die Samuel aus der Gefangenschaft in Meldans Anwesen befreit haben. Er hat versprochen, Fürstin Aribes vor ihren Taten zu berichten, die ohne Zweifel ebenfalls sehr zufrieden mit den Taten des Abenteurers, der Abenteurer sein wird. Ja, wehe, wenn nicht. Gibt's aufs Maul. Wie immer. So, Panzerhandschuhe haben wir auch ausgeleert. Sehr gut. Dann bringe ich jetzt mal die Haarlocke zu Aribes, wa? Wird ja mal Zeit. So. Na? Die Barrikaden. Jawohl. Das Niemandsland. Jawohl. So. Ich erinnere mich noch, wie ich hier die ganze Zeit rumgerannt bin und versucht habe, diesen scheißdämlichen Loxer umzubringen. Entschuldigung für den Kraftausdruck. Achso, Quatsch, warte mal. Aha. Stimmt. Die Haarlocke. Das Haarlocke. Gebe ich doch mal ab hier. Einer der Barden hier in Burg Nie komponierte gerade ein Lied, um eure Abenteuer während der Beschaffung der zweiten Zutat zu würdigen. Ich glaube, ich habe gehört, wie Fürst Nascha höchstpersönlich die Melodie gesummt hat, während er durch einen Gang in der Burg schritt. Die Leute werden bereits auf euch aufmerksam. Na dann. Gut gemacht. Ich wusste, ihr würdet mich nicht enttäuschen. Natürlich nicht. Es ist eine Schande, wie man ein derart sanftes Wesen so misshandeln kann. Die Pest tut uns schon genug an. Genau. Wo die anderen, die ich ausschickte, versagt haben, seid ihr zu einem leuchtenden Beispiel geworden. Nie Winter steht in eurer Schuld. Ach ja. Der Kampf gegen die Pest hat die Schatzkammer von Niewinter gelehrt. Leider kann ich euch für alles, was ihr erreicht habt, nicht mehr als 500 Goldmünzen geben. Na, das ist schon in Ordnung, gib her. Kann ich euch sonst irgendwie helfen? Ja. Aber sicher doch. Ich werde euch helfen, so gut es mir möglich ist. Okay, es gibt ja nur noch eine Kreatur und nur noch ein Viertel. Also ich wette, ja, okay, ne? Es gibt zahlreiche Gerüchte. Ich wette, ich weiß, wo sie... Ich möchte euch nicht unabsichtlich auf eine falsche Fährte führen. Es gibt jedoch auch ein paar Informationen, die glaubwürdig erscheinen. Na dann, rück mal rüber. Im Hafenviertel kennt man praktisch alle Geheimnisse, doch die Stadtwache hat die Kontrolle über das Hafenviertel verloren. Das Viertel befindet sich jetzt fest im Griff von kriminellen Banden.
Es ist vielleicht sogar für euch zu gefährlich, jetzt dorthin zu gehen. Für mich? Ich habe den passenden Gefolgsmann, das geht schon. Doch bevor meine Männer aus dem Viertel vertrieben wurden, hörten sie Gerüchte, dass es Versuche gäbe, mit einer wertvollen Beute aus der Stadt zu entkommen. Mhm. Vielleicht bedeutet das, dass man im Hafenviertel versucht, eine der Kreaturen aus der Stadt zu schmuggeln. Aha. Es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass die Berichte zutreffend sind. Natürlich. Die Kreaturen können sich in praktisch jedem Stadtviertel aufhalten. Ich überlasse es ganz euch, wo ihr mit der Suche beginnen wollt. Sie haben sich ja praktisch in jedem Stadtviertel aufgehalten. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Nö. Lebt wohl. Möget hier eure Schritte lenken. Naja, guck mal. So. Findet die letzte Kreatur aus Tiefwasser und bringt sie Fürstin Aribeth. Okay. Das Hafenviertel. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Weil, ich habe nämlich was vergessen. Das werdet ihr bedauern. Ihr werdet sterben! Ihr werdet den Tod nicht erkennen! Hey! Hey! Na los! Assassin! So, gut. Lass mich raten, hier finden wir wieder irgendeine Nachricht. Tatsächlich, ein anonymer Brief. Hinweise auf verräterische Absichten. Nach dem Angriff einer fanatischen Gruppe von Mördern wurde eine beunruhigende Notiz gefunden. Sie schien darauf hinzuweisen, dass sich ein Verräter in Niewinter aufhält, der hinter dem Angriff auf die Akademie steckt und selbst jetzt noch gegen die Stadt integriert. Intrigiert, nicht integriert. Die Notiz sollte einer zuständigen Person übergeben werden. Findig! Ach so, nee, Quatsch, das war gar nicht hier. Ich wollte nämlich nochmal ganz kurz ins Bettlerviertel. Das war ja gar nicht hier. Hier ist es zwar auch relativ arm, aber ich wollte ins Bettlerviertel. Ich wollte nämlich nochmal gucken. Da habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Dieser Walters, den wir dort ja gefunden haben, ob er es überhaupt zum Hauptmann zurückgeschafft hat. Den haben wir ja einfach so loslaufen lassen. Fendig! Fendig! Du, hier, Papier! Grüß euch. Schön, euch wiederzusehen. Ne? Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich habe mal wieder eine Notiz hier. Mal sehen. Ein Verräter in Niewinter. Jemand in der Akademie, der uns verraten hat? Das würde vieles erklären, Elvin. Jeder wusste, dass die Kreaturen aus Tiefwasser in der Akademie untergebracht waren, Fendig. Selbst die Studenten hatten die Gerüchte schon gehört. Der Angriff war das Ergebnis von Tratsch und Klatsch. Jener, den Arne Aribeth statt meiner treuen Helmiten vertraute. Wir vergeuden nur unsere Zeit, wenn wir nach diesem Spion suchen. Das ist doch nur ein Hirngespinst. Ja, man sollte trotzdem nachgehen. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich jeder Spur nachgehen werde, um herauszufinden, wer hinter dem Leid Niewinters steckt. Es war richtig von euch, mir diesen Hinweis zu bringen, Elvin. Belohnung? Ihr habt wahrlich Glück, dass ein Mann wie ihr uns... wir haben Glück, ja klar, natürlich, nicht ihr, wir. Dass ein Mann wie ihr uns in dieser Sache dient, Elvin. Bitte nehmt diese 300 Goldmünzen als Belohnung an, für eure Bemühungen. Ja, überreden können wir wahrscheinlich wieder nicht. Doch. Ich kann mir vorstellen, dass ihr große Mühen auf euch genommen habt, um diesen Beweis in die Finger zu bekommen, Elvin. Für jemanden, der unserer Sache treu dient wie ihr, so treu dient wie ihr, kann ich wohl weitere 50 Goldmünzen erübrigen. Sehr schön. Seid vorsichtig, Fendig. Eure Großzügigkeit wird noch die Schatztruhe der Stadt leeren. 50 zusätzliche Goldmünzen werden uns schon nicht in den Ruin treiben, Dester. Elvin hat sich jede einzelne Münze verdient. Kann ich euch sonst irgendwie behilflich sein, Elvin? Nö. Türsegen sei mit euch. Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, ihn zu überreden. Wow. Na, cool. So, Hinweise auf verräterische Absichten. Genau. Fendig wurde die beunruhigende Notiz übergeben, aus der hervorzugehen scheint, dass ein Verräter hinter dem Angriff auf die Akademie steckt und vielleicht immer noch gegen die Stadt intrigiert. Fendig zögerte, aufgrund dieser Informationen konkrete Maßnahmen zu ergreifen und wurde in dieser Haltung durch Dester bestätigt. Mal wieder dieser Arsch. Dieser meinte nämlich, dass solche möglicherweise ungerechtfertigten Anschuldigungen im Moment mehr Schaden als Nutzen würden. Er wird jedoch darüber nachdenken und versuchen, sich einen Reim darauf zu machen.
In der gegenwärtigen Krise sind alle Anstrengungen, einen Ausweg aus der Situation zu finden, mehr als willkommen. Ach, Desta. Du Arsch. Blöder Sack. So. Ich wollte nur mal gucken, ob Walters hier jetzt noch wirklich irgendwie hier auch sicher angekommen ist. Weil er ist ja einfach nur losgerannt. Hauptmann Ergo. Ach nee, da ist der ja. Guck mal. Zum Gruße. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. So wie es aussieht, beruhigt sich die Lage hier im Bettlerviertel. Die Untoten sind endlich weg. Hat es tatsächlich geschafft. Juhu. Es war relativ ruhig hier am Tor, seit die Bedrohung in dieser Gegend vorbei ist. Spart den Wachen eine Menge Sorgen. Okay. Ja, das ist doch die Hauptsache. Ich wollte nur mal gucken, ob es ihm auch gut geht. Also er hat es geschafft, weil ich ihn ja habe alleine loslaufen lassen. Das hätte ja schief gehen können. So. Aber wir quatschen jetzt erstmal noch. Was benötigt ihr? Ein Gespräch ist sicher eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben, bis der stille Fürst uns holen kommt. Worüber möchtet ihr sprechen? Fahre er fort. Also gut, Elvin. Ich spreche nicht gern über meine Zeit in Mithril Hall, aber wenn ihr darauf besteht... Als Bueno Heldenhammer den Thron von Mithril Hall vor 20 Jahren zurückverlangte, erwachte in allen Zwergen des Nordens wieder ein Stolz auf unser Volk. Ich war einer von vielen, die sich um das Banner von Bueno scharten. Einer von vielen, die kamen, die Bewohner des Unterreichs zu bekämpfen und sie aus den Minen unterhalb von Mithril Hall zu vertreiben. Okay. Aber sie wollten euch nicht annehmen. Das war lange bevor ich dem Orden des Langen Todes beigetreten war. Und zuerst hieß Mithril Hall mich willkommen. Denn auch damals fürchtete ich den Tod nicht und war begierig, ihn meinen Feinden zu bringen. Es gab viele unter Buenas Anhängern, klingt wie Buenas Aires, die meine Liebe für den Kampf und den haltlosen Zorn, mit denen ich meine Feinde tötete, teilten. Aber keiner von ihnen schätzte die schreckliche Schönheit von dem, was um uns war. Habt ihr je den glorreichen Chor der Schreie sterbender Drow in den Kammern einer Zwergenmine widerhallen hören? Oder im Kampf innegehalten, um das greifbare Gespenst des Todes zu spüren, das sich wie kühler Nebel auf den Feind herabsenkt? Habt ihr je über einen sterbenden Kameraden gestanden, seine Pein und Angst getrunken, als sein Leben hinwegblutete, in seine Augen geblickt, um das schreckliche Verstehen hindurchscheinen zu sehen, wenn der Tod ihn endlich zu sich holt? Ich kann nicht sagen, dass ich das Vergnügen hatte. Nach den Kämpfen ging ich zwischen den verstreuten Leichen umher, fasziniert von der Wahrheit ihres Todes. Die anderen fanden es verunsichernd. Ich weiß, aber ich konnte nicht aufhören. Das Verlangen war zu stark. Und als ich zwischen den verkrümmten, zugerichteten Körpern wandelte und in die für immer gefrorenen Masken des Schmerzes auf ihren Gesicht blickte, verstand ich. Drow, Dwerger, Zwerge, im Tod sind wir alle gleich. Im Tod sind wir alle perfekt. Ich versuchte, meine Erkenntnis mit meinen Waffenbrüdern zu teilen, aber sie konnten es nicht verstehen. Sie sahen mich nur an, voll Schrecken und Verachtung. Ja, ihr seid echt irre. Das haben sie auch gesagt, obwohl sie froh waren, mich an ihrer Stelle zu haben, wann immer die Drow angriffen. Ich habe Mithril Hall kurz nach meiner Erkenntnis verlassen, auf der Suche nach etwas. Ich habe den Orden des Langen Todes gefunden. Ich vermute, ich kann meinen Mitzwergen ihre Reaktion nicht vorwerfen. Den Tod zu akzeptieren ist nicht leicht. Sogar für meinen Orden gibt es solche, die dem stillen Fürsten nicht ins Gesicht sehen können, wenn ihre Zeit kommt. Wissen? Es tut mir leid, Elvin, ich hätte euch nicht darüber mit euch darüber reden sollen. Es ist eine Sache, die von denen meines Ordens geklärt werden muss. Ja, könnt ihr es mir erzählen, vielleicht kann ich dabei helfen. Jetzt ist nicht der rechte Moment, darüber zu sprechen, Elvin. Machen wir uns wieder an die Aufgabe. Der Hunger des stillen Fürstens ist nicht mit Worten zu stillen. Okay. Grimmig Beißer hat seine Geschichte fortgesetzt und euch erzählt, wie er dem Orden des Langen Todes beigetreten ist. Gut. So, wir müssen jetzt ins Hafenviertel, ja? Das müsste, glaube ich, ja, genau. Das ist der einzige Ort, wo wir noch nicht waren. Okay. Na dann, mal flinken Fußes. Aufi. Steht er da immer noch? Tatsächlich. Ja, bleibt doch da stehen. Mir doch egal. Eravian. Seid gegrüßt. Haltet mich fern von diesen Leichen, mein Herr. Ich beschwöre euch.
Soweit ich weiß, besteht Ansteckungsgefahr. Achso, das ist wieder so einer. Helm? Ach, das ist ein Helmite. Oh, okay. Einer der Priester des Helm. Jerome. Guten Tag. Seid ihr eine Art nobler Offizier? Könnt ihr nicht irgendwelchen hochtrabenden Einfluss geltend machen, um euch um den Abschaum zu kümmern, der mich von der Arbeit abhält? Seht, ich will nur zurück zur Arbeit ins Hafen, im Hafenviertel. Unter der Quarantäne kann man nicht viel machen, aber wenigstens wäre ich weg von dem Gestank der Leichenfeuer. Kann nichts machen mit den ganzen Dieben überall. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist, aber es hat das Hafenviertel unbewohnbar gemacht. Ich kann nicht nach Hause wegen all der Halunken. Okay, das ist wieder so einer. Wiedersehen dann. Glaube, ich werde hier einfach warten. Nichts, was ich tun könnte. Warum steht keiner auf, um ein verdammter Held zu sein? Ich bin ein Held. Ich grüße euch. Seid gegrüßt, Sir. Der heulende Tod hat jenseits dieser Tore einen schweren Tribut gefordert. Das Hafenviertel war schon immer gefährlich, aber jetzt beschränken wir auf Befehl von Fürstin Aribes den Zugang. Ich nehme an, ihr habt einen gültigen Quarantänepassierschein, um das Viertel zu betreten. Ich möchte euch zwischen den stinkenden Leichenfeuer nicht länger aufhalten. Ich habe, ja, ne? Stimmt, das hörte ich. Ich hörte, dass ihr Abenteuer anhören wollte, um die Reihen zu füllen. Was kann ich für euch tun? Ja, ich habe ein paar Fragen zum Hafenviertel. Natürlich beantworte ich eure Fragen. Was wollt ihr wissen? Wie schlimm ist es? Es sieht schlimm aus. Ich würde nicht unbewaffnet gehen. Außerdem würde ich an eurer Stelle alle Wertgegenstände verstecken. Im Prinzip kann man sagen, dass Verbrechen das ganze Viertel kontrolliert. Wir Wachen versuchen unser Bestes, aber wir sind einfach nicht zahlreich genug. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr wissen wollt? Och, nö, das reicht jetzt mal. Seid vorsichtig, es warten viele Gefahren auf euch. Ja, das ist klar. Hafenviertel. Unruhe. Im Hafenviertel wimmelt es offenbar nur so von Halsabschneidern und Meuchlern. Es sollte wohl näher untersucht werden, was sie dort treiben. Habt ihr für den armen Teufel was übrig? Dann gucken wir uns doch mal ein bisschen im Hafenviertel um. Halsabschneidern und Meuchlern. Na, fühle ich mich ja wie zu Hause, wa? Hauptmann Soren. Hallo. Was bei den Höllen macht ihr hier? Hallo. Ihr könnt patrouillieren, wo immer ihr wollt. Und sehen, was ihr herausfindet. Hier sind nur Bestien zusammengefercht. Stinkende, halsabschneiderische Bestien. Die behaupten, Bürger dieser schönen Stadt zu sein. Kann ich irgendwie helfen? Versucht ja nur keine Aufmerksamkeit auf uns hier zu lenken. Ich möchte ja schließlich nicht von einem der aufgebrachten Mobs abgeschlachtet werden, noch bevor mich die Pest erwischt. Ihr wollt den Helden spielen? Macht nur. Aber was mich angeht, könnt ihr die wilden Tiere in diesem Viertelhausen ruhig übereinander herfallen lassen. Seid im Hafenviertel ja vorsichtig. Es treiben sich eine Menge Schläger und Gauner herum. Man sollte das ganze verdammte Viertel einfach verbarrikadieren. Da scheint aber jemand extrem motiviert zu sein. Hier gibt's nichts, okay. Dann braucht ihr auch die Kisten nicht. Oh, was haben wir hier? Schläger. Offenbar werden in der schäbigen Schenke im Hafenviertel regelmäßig zwielichte Schwarzmarktauktionen abgehalten. Die zahlreichen Überfälle und Morde in letzter Zeit scheinen etwas mit dem besonderen begehrten Schmuggelgut zu tun zu haben, das versteigert werden soll. Es wäre vielleicht eine kluge Idee, der Schenke einen Besuch abzustatten, wenn es zu der Versteigerung kommt. Jo, klingt interessant. Neighbor. Hallo. Ich mache gar nichts, Freund. Ich sitze hier nur in der Ecke rum. Wie lautet euer Name? Ich habe keinen. Oh nein. Bin nur so ein namenloser Typ an der Ecke. Niemand, über den man sich aufregen muss. Ihr solltet vorsichtiger sein mit eurer Ausrüstung da. Sieht sehr wertvoll aus. Ja, ziemlich wertvoll. Oh ja. Ja, geh in die Ecke. Eine Tür. Ein Haus. Nein.
Außer einem Hafenbürger gibt es hier nichts. Dann sehen wir doch mal weiter. Ach ja. Oh, ein Schläger. Du schlägst hier gar keinen. Oh. Komm, das werdet ihr bedauern. Hallo. Das werdet ihr bedauern. Noch eine Schmugglermünze. Noch eine Auktionsankündigung. Ja. Oh, eine Truhe. Das fällt mir jetzt erst auf, das gesamte Viertel ist ja plötzlich auf der Karte. Wahrscheinlich durch diese Auktionsanweisung. Ankündigung. Was? Oh. Wo schießt er? Was ist nicht zu schießen? Was benötigt ihr? Nichts. Ich hab mich nur verklickt. Geschichte der Vier aus dem Norden. Die Geschichte der Vier. Oh. Erinnert mich an Sesamstraße. Das waren aber, glaube ich, Buchstaben, die immer durch die Gegend gelaufen sind. Aber hier sind Zahlen. Die Geschichte der Nummer Vier. Ein Kupferring. Zu früh. Na toll. Und nicht getroffen. Hau rein. Was gibt's denn hier eigentlich alles? 20 im Köcher. Versperrtes Haus. Chemiegeschenk. Ah, da ist es. Der goldene Apfel. Handelshaus Silbersegel. Androts Anwesen. Ah, da finden wir also noch die dritte Sache für die liebe Ophala. Ich weiß zwar nicht mehr, was das war. War eine Statue, glaube ich, oder irgendwie sowas. Die ich noch holen sollte. Okay, das ist doch schön. Schön. So, gibt's hier noch was? Oh, hier, guck mal. Euer Schicksal ist besiegelt. Da tummeln sich ja noch richtig viele. Die alle getötet. Für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. Schießt hier jetzt erstmal nicht mehr. Der stille Fürst soll ich holen. Oh, ich komme gleich dazu. Ach, schon fertig. Also Schmugglermünzen gibt es anscheinend auch einige. Hier oben ist nichts. Ja, ein paar Kisten. Oh, ich habe schon 10. Cool. Und hier ist ein Haus. Kann ich ja mal reingehen. Das werdet ihr bedauern. So, was haben wir denn hier drin? Wahrscheinlich auch irgendwie nur ein Wohnhaus oder so. Yep. Zwei Hafenbürger, aber hier gibt es eine Kiste mit einem Buch. Geschichte der Schöpfervölker. Naja, das werden sie schon nicht vermissen. Kennen sie bestimmt schon auswendig. So. Okay. Mal kurz gucken auf der Karte. Wo gehen wir denn als nächstes hin?